Hey, liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen düfteligen Video hier bei Ankas Geblubber. In den letzten beiden düfteligen Videos habe ich euch jeweils einen Haul präsentiert, euch die neuen Wachsmelts und Clamshells und Duftkerzen gezeigt, die bei mir eingezogen sind. Heute, in diesem Video, möchte ich euch gern einen Gesamtüberblick über meine Kerzensammlung geben, wobei es eigentlich so ein Zwischenstand ist, denn ich versuche gar nicht so viele verschiedene Kerzen bei mir anzusammeln, sondern das zu verbrauchen, was ich hier habe. Und in meinem nächsten düfteligen Video werde ich euch dann ein kleines Aufgebraucht-Update geben. Also ihr seht jetzt hier die Düfte, die aktuell so in Gebrauch sind, die ich in meiner Sammlung habe, und im nächsten Video dann ein Fazit zu den Düften, die ich bereits verdüftelt habe. Bevor wir starten und ich euch meine Düfte zeige, noch ein ganz kurzer Hinweis zu meinen Duftlampen, zum Beispiel zu dieser hier da hinten. Ich besitze insgesamt zwei elektrische Duftlampen und eine, die noch mit Teelicht betrieben wird. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus an Martina, die unter dem letzten düfteligen Video von mir kommentiert hat und gefragt hat, welche Duftlampen ich denn nutze, beziehungsweise woher meine Duftlampen sind. Ich glaube, es führt zu weit, wenn ich jetzt hier aushole und über meine Duftlampen referiere. Das habe ich aber bereits getan, und zwar auf meinem Instagram-Profil. Ich verlinke es euch in der Infobox, geht da doch mal drauf. In meinem Story-Highlight namens Düfteliebe findet ihr sämtliche Infos zu unterschiedlichen Düften, kleinen Hauls bzw. Tauschpaketen sind online. Kleine zwischendrin Eindrücke von Düften, die ich gerade so in der Lampe habe. Und ihr findet auch eine ausführliche Info zu meinen zwei elektrischen Duftlampen. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten mit den Gläsern, weil davon habe ich nicht so viele. Zum einen habe ich meinen heiß geliebten Lieblingsduft Vanilla Lime von Yankee Candle in einem großen Glas. Ist erst kürzlich bei mir eingezogen. Den hatte ich bisher nur in Tarts und in so einem kleinen Glas und als Votivkerze verdüftelt. Und ich dachte, jetzt ist es wirklich an der Zeit für ein großes Glas. Vanilla Lime ist wirklich mein absoluter Lieblingsduft. Er hat was Frisches, gleichzeitig aber auch was Süßes. Er ist ein absoluter Wohlfühlduft für mich, den ich auch das ganze Jahr über problemlos verdüfteln kann. Wie es das Label schon verspricht, hat er etwas Zitrisches und auch etwas leicht Minziges an sich, aber eben auch diese schöne, einlullende, weiche Vanille. Ja, er mag vielleicht in vielerlei Nasen ein bisschen künstlich schnuppern, aber ich mag ihn sehr. Warm ist er noch ein kleines bisschen weicher, noch ein bisschen sanfter, finde ich. Aber das spritzig-frische durch die Limette hier geht auf jeden Fall nicht verloren. So, und dann habe ich kürzlich beim Edeka zugeschlagen. Die hatten dort nämlich auch große Duftgläser stehen und die waren relativ günstig. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus, weil so einen Duft namens Fresh Cotton, so einen, ja, Kaschmir-Baumwollduft habe ich aktuell nicht hier. Ich muss sagen, dass er nicht wirklich stark riecht, aber er hat einfach so einen typischen Wäscheduft. Ich hatte ihn bisher erst einmal unter meiner Duftlampe, da ist er mir nicht zu sehr aufgefallen. Ich glaube, es ist ein schöner, unterschwelliger Duft. Mal gucken, ich werde ihn auf jeden Fall noch ein paar Mal anmachen, noch ein bisschen schnuppern, bevor ich dann mein wirkliches Fazit ziehen kann. Aber es war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Dann kommen wir zu einer weiteren Duftkerze von Yankee Candle. Oh, und die ist auch so herrlich. Die zählt auch zu meinen Favoriten. Ja, schon allein aufgrund dieses Labels. Serengeti Sunset ist jetzt nicht unbedingt ein Duft, den ich mit Afrika in Verbindung setze. Vielleicht so ein bisschen aufgrund der Farbe. Aber der Duft erinnert mich 0,0 an Namibia. Generell nicht an Afrika, aber schon gar nicht an Namibia. Es ist nämlich ein unheimlich fruchtiger Duft, der sich warm auch nochmal so ein bisschen anders entfaltet, finde ich. Kalt riecht er doch sehr säuerlich, fruchtig, ein bisschen zitrisch auch. Aber wenn er warm ist, wird er deutlich süßlicher. Die Duftbeschreibung sagt: der Sonnenuntergang in der Serengeti-Wüste. Die edle Mischung aus Zitrusfrüchten, Früchten, Lotusblumen und Amber spiegeln die schönen Impressionen Afrikas wieder. Ja, also die Zitrusfrüchte, wie gesagt, sind sehr deutlich, im warmen Zustand nochmal wärmer und süßer. Es hat auch noch so ein bisschen was Frisches, vielleicht von einem Duschgel, würde ich sagen. Aber nicht unangenehm, überhaupt nicht parfümiert oder penetrant. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner, angenehmer, eher sommerlicher Duft. So, dann habe ich hier noch ein Mini-Gläschen von Yankee Candle. Der Duft heißt Cozy by the Fire, ist auch schon
älter, ich glaube aus der Kollektion von 2015. Es ist ein, ja, ein herbstlich, beziehungsweise ich würde sogar sagen weihnachtlicher Duft. Der hat sehr weihnachtlich-winterliche Gewürze drin. Man riecht die Nelken ganz eindeutig raus. Es ist ein warmer Duft, ein bisschen holzig vielleicht auch, würde ich sagen. Aber doch eher ein gewürzlastiger Duft in meiner Nase. Ich meine, das nochmal vielleicht an dieser Stelle gesagt. Jeder Duft entfaltet sich ja in jeder Nase irgendwie anders. Jede Nase nimmt zuerst irgendwie was anderes wahr. Von dem her, ich kann nur beschreiben, wie dieser Duft auf mich wirkt. Ihr könnt gerne, wenn ihr euch näher für die Düfte interessiert, die ich hier beschreibe, einfach mal googeln und euch dann die offiziellen Duftbeschreibungen durchlesen. Aber der hier ist wirklich so ein gewürzlicher Weihnachtsduft. Ich würde gar nicht großartig sagen Winterduft, sondern wirklich so ein Dezember-Weihnachtsduft. Kommen wir zu meinem letzten Glas. Und zwar ist es eins von Chestnut Hill. Diesen Duft habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner lieben Mama. Chestnut Hill Lemon Biscotti. Das müsste eigentlich ein Foodie-Duft genau für mich sein. Er hat das Süße, was ich sehr mag, auf der anderen Seite aber auch was Zitrisches, was Frisches dabei. Und das ist genau das, auf was ich stehe. Ne? Ich habe diesen Duft ausgepackt und den Deckel aufgerissen und direkt dran gerochen und wurde erstmal von so einer Duftwolke irgendwie übermannt. Hab mich da doch etwas erschreckt, weil der Duft doch sehr intensiv, sehr mächtig ist. Wenn man ihn aber unter der Duftlampe hat, dann entwickelt er sich großartig. Oh, hier im Deckel riecht er genau nach meinem Geschmack. Hier hat nämlich die Zitrusnote die Oberhand, aber man schnüffelt trotzdem die ich würde sagen, frisch gebackenen Kekse. Vanillekekse, so ein bisschen in diese Richtung gehen. Das ist ein bisschen teigig, aber fertig teigig, nicht frisch teigig. Ja, und hier ist das Ganze nochmal so ein bisschen mächtiger, ein bisschen süßer wahrnehmbar. Also im ersten Moment war ich tatsächlich etwas abgeschreckt und dachte, oh je, der ist ja doch nicht so nach meinem Geschmack, wie ich eigentlich dachte. Aber mittlerweile mag ich ihn sehr gerne. Weil natürlich ist es immer ein bisschen schwer, über einen Duft zu urteilen, wenn er nur kalt ist, ne? Weil die meisten Düfte riechen ja kalt nochmal komplett anders, als wenn sie warm sind. Also nicht komplett anders, aber es gibt Duftaromen, die sind im kalten Zustand weniger wahrnehmbar, die kommen dann im warmen Zustand einfach mehr zum Tragen. Ja, und das ist auf jeden Fall so ein Kandidat. Jetzt riecht er herrlich, herrlich zitrisch, ganz, ganz, ganz toll. Und hat aber auch natürlich warm nochmal einen ganz schönen, weichen, süßen, leckeren Anteil. Das waren meine aktuellen Duftkerzen. Kommen wir zu den Clamshells und machen doch direkt bei Chestnut Hill weiter. Sweet Strawberry hat ein herrlich knallig rotes Duftwachs und riecht nach Erdbeere. Wer hat das gedacht? Nach gesüßter Erdbeere, eher so ein bisschen in die Richtung Erdbeerkompott mit einer leicht säuerlichen Note. In meinem Unpacking-Video, ich verlinke es euch gerne unten und auf dem i, da habe ich gesagt, dass er mich sehr an eine rote Grütze, an eine Erdbeergrütze mit Rhabarber erinnert. Und das ist nach wie vor der Fall. Auch wenn hier schon zwei kleine Melts fehlen, heißt es nicht, dass ich sie schon in der Duftlampe hatte. Hatte ich nämlich tatsächlich noch nicht, die Sweet Strawberry. Ich habe sie nur vertauscht. Bisher hat er mich nämlich noch nicht so angemacht, aber ich glaube, sobald es draußen ein kleines bisschen wärmer wird, landet der Kandidat hier als erstes in der Duftlampe. Welchen Duft ich aber schon ausprobiert habe, ist ganz klar dieser hier. Das ist der allererste aus der Bestellung gewesen, den ich in meine Duftlampe gehauen habe. S'mores, ebenfalls von Chestnut Hill. Und das ist ein herrlich schokoladiger Duft. Oh, super. Herrlich schokoladig kombiniert mit einem leckeren Butterkeks. Den Marshmallow, ja, kann ich jetzt so explizit nicht rausriechen, aber meine Düftelnase ist da auch noch nicht so erfahren, als dass ich jetzt wirklich die einzelnen Komponenten da rausschnuppern könnte. Für mich ist es ein leckerer Foodie-Duft, schokoladig, keksig, lecker. Weiter geht's mit Black Cherry und der duftet auch so, wie er aussieht und wie er heißt. Ja, nach leckerer, dunkler, saftiger Kirsche. Vielleicht ein kleines bisschen säuerlich auch angehaucht.
In der Duftlampe wird er dann wieder ein bisschen süßlicher. Ich hatte ihn schon drinne und habe ihn sehr genossen. Ist auch gut wahrnehmbar, aber nicht zu aufdringlich. Gefällt mir richtig gut. Ein weiterer Duft von Chestnut Hill ist dieser hier, Cinnamon. Ein reiner Zimtstangenduft. Und an dem, ja doch, an dem kann ich schon nochmal schnuppern. Na, geh auf. Ja, ein reiner Zimtstangenduft. Ihr seht, das Clamshell ist noch komplett voll. Ich habe ihn noch nicht in die Duftlampe gepackt. Liegt daran, dass Zimt einfach nicht mein Fall ist. In meinem Unpacking war ich überrascht, dass er gar nicht so zimtig riecht, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber es ist nun mal Zimtstange und kein pudriges Zimt. Da ist definitiv nochmal ein Unterschied da. Kurz zur Erklärung, ich habe ihn mir nicht selbst ausgesucht, er war in einer Überraschungsbox drin und er ist jetzt in meinem Tauschkörbchen. Also falls ihr Interesse an einem Tauschpaket habt oder vielleicht auch explizit Interesse an diesem Duft, dann meldet euch bitte bei mir. Und ein weiterer Duft, der ausziehen wird, ist dieser hier von Village Candle Christmas Spice. Und auch dieser hier riecht so, wie man vermuten könnte, so wie es das Label schon zeigt und auch wie es der Name besagt. Es ist ein typischer, absolut typischer weihnachtlicher Gewürzduft. Er hat was Festliches, er hat was absolut Weihnachtliches. Ich würde ihn mit nichts anderes in Verbindung bringen. Riecht wie so ein weihnachtlicher Früchtetee, so ein bisschen in diese Richtung gehend. Ist schön, aber ich bin einfach nicht so der Fan von typisch weihnachtlichen Gewürzdüften und deswegen wird dieser hier ausziehen. Also auch wenn hier Interesse eurerseits besteht, meldet euch. Es sind noch 4 Melts drin. Kommen wir zu meinen 4 Goose Creek Clamshells, die ihr kennt, wenn ihr meinen letzten Haul gesehen habt. Zum einen ist dieser Duft bei mir eingezogen, Sweet Tea von Goose Creek. Riecht so, wie er aussieht. Auch wie so ein schöner Foodie- bzw. Trinky-Trinky-Duft. Ein herrlicher, ja, ein ganz, ganz, ganz herrlich duftender Zitronentee. Den schwarzen Tee sollte hier so schwarzer Tee drin sein, riecht man nicht raus. Es dominiert definitiv die Zitrone. Hoppala. Und dieser Duft erinnert mich ganz klar an den Krümeltee, den wir früher ganz gerne mal getrunken haben. Aber ich habe mir kürzlich auch von Teekanne einen Zitronentee gekauft. Der heißt italienische Limone oder so, ein bisschen in die Richtung gehend. Der riecht und schmeckt auch so. Gerade runtergefallen ist mein Kaffeeduft. Das ist dieser hier, Coffee Shop von Goose Creek. Der riecht kalt wie ein Kaffee mit Milch und Karamell, wie ein Karamell Macchiato irgendwie, wobei der Kaffee doch ein bisschen mehr rauskommt als bei einem Macchiato, da ist ja glaube ich bloß ein Espresso drin, ne? Also der riecht schon so ein bisschen kaffiger, aber der Karamell ist auch ganz eindeutig schnupperbar, aber wie er warm ist, weiß ich noch nicht, ich hatte ihn bisher noch nicht in meiner Duftlampe. Kommen wir zu dem Duft, der sich aktuell hier bei mir in meiner Duftlampe befindet, das ist dieser hier. Orange Cream Soda von Goose Creek und der schnuppert eigentlich auch so, wie er auf dem Label zu sehen ist. Ja, wir haben hier leckere, spritzige Orange, die aber abgerundet wird von etwas Süßem, von einer Kugel Vanilleeis vielleicht. Würde ich jetzt so nicht direkt definieren, aber er hat auch was Süßliches und ich glaube, diese Süße ist es auch, die dem Ganzen keinen Reinigungsmittelcharakter verleiht. Es gibt ein ganz, ganz tolles orangiges Reinigungsmittel, das wir bei uns im Büro haben. Ich liebe es, aber das riecht definitiv nicht so. Ich glaube, dass hier ist die Orange gut eingefangen. Kann ich schlecht sagen. Also ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, dass der etwas künstlich wäre. Kann ich so nicht direkt bestätigen. Für mich ist er einfach ganz, ganz, ganz toll. Und zum Schluss haben wir noch den Überraschungskandidaten aus meiner letzten Bestellung, zumindest was die Goose Creek Düfte angeht. Und zwar ist es dieser hier mit diesem wunderschönen Label Boardwalk Mahogany. Ich habe es letztes Mal immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer gesagt Mahagoni, aber da steht Mahogany drauf. Ja, und der duftet ganz, ich weiß nicht, ganz außergewöhnlich. So einen Duft hatte ich bisher noch nie bei mir hier. Er hat was Holziges, ja. Er hat etwas Süßliches, das in die Kokosrichtung geht, aber nicht penetrant. Und er hat aber auch irgendwie was Maskulines, von einem maskulinen Duft.
Laut Duftbeschreibung ist ja auch Apfel und Birne drin, was ich so im kalten Zustand nicht explizit rausschnuppern kann. Aber wir werden sehen, wie er sich dann warm in der Duftlampe verhält. Bisher fehlt ein Melt, aber das habe ich an eine Freundin weitergeschickt. Kommen wir jetzt zu meinen Votivkerzen. Die habe ich zum Teil schon zerbröselt. Fangen wir mal bei Bridgewater an. Da habe ich zum einen diesen hier. So sieht die Verpackung aus. Die habe ich extra aufbewahrt. Und so sieht der Duft bei mir im Tütchen aus. Das ist Vanilla Cream. Und wie es der Name schon vermuten lässt, riecht der tatsächlich nach einer ganz feinen, nicht zu aufdringlichen Vanillesahne. Der sahnige Anteil ist hier in meiner Nase stärker als der vanillige Anteil, aber ich hatte ihn tatsächlich auch noch nicht in der Duftlampe, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie er sich warm verhält. Im Gegensatz dazu habe ich diesen hier schon warm ausprobiert. Auch von Bridgewater Candle Weekend Getaway. Und diese Votivkerzen haben für mich in dem Moment, als ich sie rausgenommen habe, total unscheinbar geschnuppert. Ich konnte nicht wirklich was erkennen. Dann habe ich sie aufgeschnitten und zerteilt, wie jetzt auch in diesem Fall. Und plötzlich ist mir so eine tolle zitrische Note in die Nase geschossen. Ich habe mich so erschrocken, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe bei diesem Duft, dass der in die zitrische Richtung geht. Ja, die zitrische Note ist immer noch wahrnehmbar, aber ich habe ihn, weil ich so neugierig war, weil ich so überrascht war, dass er so riecht, habe ich ihn direkt in die Duftlampe geschmissen. Und warm hat er sich dann in eine komplett andere Richtung entwickelt. Warm dominiert wirklich was Würziges. Wir haben hier Lorbeerblatt drin, wir haben aber auch was Holziges, was so ein bisschen in die Kieferrichtung geht. Die Gewürznelke, die hier drin ist, ist auch wahrnehmbar. Und ich war echt total geflasht. Also es ist warm, nicht mehr so ein absoluter Favoritenduft von mir, aber er hat was. Und es ist auch wieder ein Duft, den ich eher so in die Herbst-Winter-Richtung schieben würde. Er hat auch so einen Touch Weihnachtsflair durch diese Gewürznelke. Aber dadurch, dass er eben auch was Holziges hat und nicht gewürzig Überlastendes, gefällt er mir eher als Weihnachtsduft, als es diese total dominanten Gewürze und diese reinen Christmas Spice Düfte. Von dem her darf er bleiben. Ich war aber total überrascht. Also wirklich, als Votiv roch er gar nicht. Dann habe ich ihn aufgeschnitten, da kam volle Ladung Zitrus raus. Und in der Duftlampe warm haben wir dann plötzlich wirklich dieses hölzrige, kiefrige und diesen Gewürzanteil von Lorbeer und von Gewürznelke. Ein wirklich spannender Kandidat. Dann liegt hier zu meinen Füßen noch dieser Kandidat. Da habe ich jetzt noch ordentlich Duftwachs. Das ist zum einen noch was vom Tarte, genau, aber auch schon eine aufgeschnittene Votivkerze. Eines meiner liebsten Düfte der letzten Wochen. Icy Blue Spruce von Yankee Candle. Ist ein herrlicher, herrlicher, kühler, süßlicher, ich korrigiere mich, süßlich, fruchtiger oder ja, fruchtig-bäriger Tannenduft. Laut Duftbeschreibung ist es ein frostig-frischer Duft direkt aus dem verzauberten Winterwald. Kühle Blautanne, frische Minzblätter und sanfte Baumwolle kreieren dieses Dufterlebnis. Herrlich. Also jetzt hier in dieser Tüte riecht er sehr stark. In der Duftlampe ist es einfach eine ganz harmonische Duftkomposition, die mir unglaublich gut gefällt und die auch nicht unbedingt ein reiner Winterduft sein muss. Okay, ich würde sagen, ab sofort mixen wir so ein bisschen. Ich greife einfach blind in meine Kiste rein. Ich habe noch Votivkerzen hier. Ich habe noch Wax Crumbs hier. Ich habe noch Melstar, Tartstar, Duftpröbchen und so weiter. Wir machen bunt gemischt weiter. Zum einen, zuerst in der Hand habe ich diese hier, eine Votivkerze von Yankee. Mandarin Cranberry ist ein ganz, ganz herrlicher, zitrischer, orangiger Beerenduft, der ja für mich als Zitrus-Fan ein absolutes Highlight ist. Dann habe ich mir hier schon die Votivkerze vom neuen Bora Bora Shores von Yankee Candle aus der aktuellen Frühlingskollektion abgefüllt, also die Votivkerze quasi zusammengeschnippelt.
ist ein floraler Duft, der wohl auch so ein bisschen was von hellen Hölzern hat. Ich hatte ihn bisher nicht in der Duftlampe, kann auch nicht sagen, wie er sich verhält, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Mein absolutes Highlight aus meiner letzten Bestellung war dann dieser Duft, Sweet Nothings von Yankee Candle, ist ebenfalls ein floraler Duft, der aber total süß ist. Aber nicht klebrig süß, sondern ganz zart, sanft, weich. Hat aber nicht wirklich was Parfümiertes, finde ich. Alpenveilchen soll hier wohl relativ dominant sein und es ist einfach ein Ankerduft. Also das ist für mich wirklich ein perfekter Duft, der mir super gut gefällt, den ich auch demnächst in meine Duftlampe hauen werde. Aber bisher ist die Votivkerze noch nicht auseinandergeschnitten. Ich brauche erstmal noch neue Tütchen. Ich habe aktuell nur diese hier da. Und ich würde den Duft aber gerne in eine Plastiktüte hauen. Oh, ich liebe ihn wirklich. Also der könnte zu meinem absoluten Highlight-Duft werden. Aber ich glaube, Vanilla Lime kann er nicht ablösen. Oder kann das doch? Wer weiß, wie er warm ist. Weiter geht es mit diesem Kandidaten, ebenfalls ganz neu erschienen. Exotic Acai Bowl von Yankee Candle ist ein herrlicher Foodie-Duft wieder. Moment, komm, machen wir nochmal auf und schnuppern dran. Den hatte ich jetzt zuletzt bei mir in der Duftlampe. Und ja, er hat absolut was Bäriges, was cremig-bäriges, also nicht Hautcreme mäßig, sondern Dessertcreme, eine bärige Dessertcreme, die warm, aber auch einen großen Anteil von Kokos hat, der aber nicht zu sehr in der Nase sticht, also wirklich ganz angenehm ist und zur Süße beiträgt. Und was mir aufgefallen ist, was ich so im kalten Zustand gar nicht rausschnuppern konnte, ist die leicht florale Note. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Duftbeschreibung sagt, aber in meiner Nase entwickelt er sich im warmen Zustand auch leicht floral, was diesem Duft irgendwie, ja, was Besonderes verleiht. Gefällt mir richtig gut. Weiter geht es mit einem Duft, der wahrscheinlich ausziehen wird, aber ich möchte ihn trotzdem einmal in meine Duftlampe hauen, um zu schnuppern, wie er sich warm verhält. Kalt ist er eine kleine Enttäuschung. Buttercream von Yankee Candle. Ich habe erfahren, das ist der neue Buttercream-Duft. Der alte war wohl besser. Der neue, der hat einen malzigen Anteil. Der hat sowohl Rum als auch Malz drin. Und das ist einfach etwas, was meine Nase stört. Man rechnet mit einer Buttercreme, mit reiner Buttercreme, die vielleicht noch so ein bisschen vanillig ist, meinetwegen. Aber hier haben wir auch irgendwie so einen kuchigen Anteil. Das ist mehr als Buttercream und davon war ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. Auch noch nicht in der Duftlampe gewesen ist dieser Kandidat, Cherries on Snow, ebenfalls von Yankee Candle. Riecht nach Kirsche, wie soll es auch anders sein, aber eben nicht so wie diese... Nicht so wie Black Cherry von Chestnut Hill, sondern... Irgendwie ein bisschen parfümierter, würde ich sagen, ein bisschen knackiger, nicht so süßlich. Ja, da muss ich mal gucken, wie er sich in der Duftlampe verhält. Da kann er ja nochmal ganz anders schnuppern. Ich werde ihn ausprobieren, kann aktuell noch nicht so viel dazu sagen. Momentan bin ich übrigens auch dabei, alte Düfte aufzubrauchen, weil ich habe festgestellt, dass die alten Düfte an Aroma verlieren, was eigentlich logisch ist. Was aber auch schade ist, weil der Duft einfach total verfälscht wird und ich ihn nicht mehr so bewerten kann, wie ich ihn eigentlich gern bewerten möchte. Deswegen landet auch dieser Kandidat schon sehr bald bei mir in der Duftlampe. Chamomile-Tee von Yankee Candle ist schon älter und ich kann so gar nicht mehr sagen, wonach er riecht. Den muss ich tatsächlich in die Duftlampe hauen. Aber ich habe diesen Duft nachgekauft. Damals hat er mir sehr gefallen. Es war nämlich kein reiner Kamillenduft. Also an die tatsächliche Kamille hat er mich nicht erinnert. Er hatte, glaube ich, so ein bisschen was Florales sogar. Und das war, ja gut, Kamille ist ja auch eine Pflanze, ne? Aber es ist nun mal Kamille-Tee. Und so wie ein Kamille-Tee riecht oder schmeckt, hat der hier nicht geduftet. Mal sehen, ob er noch wahrnehmbar ist in der Duftlampe. Vor allem, ob er noch so wahrnehmbar ist, wie er wirklich riecht. Dann auch noch ein älterer Duft, aber ich glaube, den kann ich noch ganz gut wahrnehmen. Ja, wobei auch der hier nachlässt. Okay, auch der muss bald in die Duftlampe. Und zwar ist das Mango Peach Salsa
von Yankee Candle, ein totaler Mango-Fruchtduft. Ja, der hat was sehr Fruchtiges, den kenne ich auch, den hatte ich auch schon mal als Tarte, diesen hier habe ich jetzt geschenkt bekommen. Da erinnere ich mich dran, dass der wirklich sehr mächtig auch war, sehr süßlich, mangomäßig. Aber ich glaube, der hat ja nicht nur Mango drinne. Ja gut, der heißt Mango Peach, das heißt, er muss auch ein Pfirsich mit drin haben. Aber ich glaube, das war einfach, ja, war einfach so ein fruchtiger Duft, ein Fruchtsalat, so ein bisschen in diese Richtung gehend. War gut, war sehr dominant. Mal gucken, wie er mir jetzt gefällt. Noch ein Kandidat von den etwas älteren Düften ist dieser hier, Pink Sands von Yankee Candle. Auch hier kann ich jetzt so, wenn ich das Etikett anhebe, nicht mehr wirklich genau erkennen, wonach er riecht, da er eben auch mit meinen anderen Düften zusammen in einer Box liegt. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal separat verpackt. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es eher so ein bisschen ein parfümierter Duft war, aber ich fand ihn nicht schlecht, deswegen ist er auch nochmal eingezogen, weil davon hatte ich auch schon einen Tart. Mal gucken, der landet ebenfalls demnächst in meiner Duftlampe, aber ich glaube nicht in dieser, sondern bei mir im Badezimmer. Die letzten vollständigen Yankee Candle Tarts sind zum einen nochmal Serengeti Sunset, kürzlich nochmal bekommen von der lieben Claudia. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle, Claudia, und vielen, vielen Dank für Serengeti Sunset, von dem kriege ich definitiv nicht genug. Und ebenfalls von dir bei mir eingezogen ist der Christmas Cookie von Yankee Candle. Da ist der Duft jetzt hier auch so ein bisschen verfälscht, weil er eben mit den anderen bei mir in der Kiste liegt. Den muss ich in die Duftlampe legen, aber ich glaube, der hatte etwas sehr Süßliches. Ich muss gucken, was der Zimt hier macht. Ich bin ja kein großer Zimt-Fan, aber das werde ich herausfinden, sobald ich ihn dann mal in der Duftlampe habe. Zur Kategorie ganz alte Düfte und vor allem Reste-Düfte zählt auch dieser Kandidat. Der heißt Pink Stars, schaut so aus. Und ist aus dem Shop Wohlfühlmomente. Und Leute, ich glaube, der riecht in der Tüte. Ah, doch, ein bisschen was rieche ich schon noch. Aber ich kann nicht deutlich erkennen, wonach er riecht. Also wenn ich ihn jetzt so rausnehme, riecht er gar nicht mehr. Sehr schade. Also da wird es wirklich Zeit, dass ich alte Düfte aufbrauche. Vielleicht auch der Tipp an euch, lasst eure Düfte nicht so lange liegen, wie ich es teilweise getan habe. Rein damit in die Duftlampe und nicht so viel Neues bestellen, erst wenn vielleicht die alten Düfte aufgebraucht sind. Liebe Anka, gilt auch für dich. So, dann habe ich hier einen weiteren Duft von Wohlfühlmomente, könnt ihr was erkennen. Candy Cane, ich gehe davon aus, dass er nach Zuckerstange duftet. Mal schnuppern. Ja, rieche ich jetzt hier leider auch nicht mehr, ist auch schon uralt leider. Hat hoffentlich was Minziges, was Süßes. Ich werde es probieren, ich werde ihn jetzt in Kürze in die Duftlampe schmeißen und hoffentlich ist noch irgendwie ein bisschen was wahrnehmbar. Ansonsten, ja, selbst schuld, Anka, super schade. Ich nehme mir vor, dass es nicht so schnell wieder vorkommt. So, dann habe ich hier einen Duft, da habe ich auf Instagram kürzlich gesagt, der ist von Busy Bee. Habe ich angenommen, weil auf dem Etikett eine Biene drauf war. Ist aber anscheinend auch ein Duft von Wohlfühlmomente, weil hinten klebt das Label Wohlfühlmomente drauf. Diesen Duft habe ich auch schon sehr lange. Er heißt Fresh Cut Grass. So, könnt ihr vielleicht so ein bisschen was erkennen? Kommt in so einem Muffinförmchen, fand ich irgendwie total niedlich. Den hatte ich jetzt vor kurzem in der Duftlampe bei mir im Bad. Der hat was total Florales, aber ich glaube, der ist auch schon drüber. Also der riecht nicht mehr so, wie er riechen soll, weil nach frisch geschnittenem Gras riecht er nicht. Ich habe ihn kürzlich irgendwo in einem anderen Video gesehen. In einem alten Video, glaube ich, von Sarah Sophie war das, kann das sein? Und sie hat gemeint, dass er wirklich nach Fresh Cut Grass riecht und das rieche ich hier nicht mehr raus. Schade, also Anka, weißt du Bescheid. Weiter geht's mit einem alten Duft von Ice Flower namens Children's Room. Der hat irgendwie ein ganz... Wow, ja,
ein ganz süßes Wachs, wollte ich sagen. Könnt ihr was erkennen? Jetzt ist er mir schön runtergefallen. Oh, Moment. Ja, so direkt rieche ich auch nicht mehr viel. Er hat was Weiches, vielleicht so ein bisschen so einen Weichspüler-Charakter, aber den muss ich auch nochmal in die Duftlampe packen, damit ich wirklich weiß, ob er noch riecht und wonach er riecht. Aber Leute, er ist von Iceflower und ich sehe, hier hinten ist ein Label von Wohlfühlmomente drauf. Was heißen kann, dass dieses Muffinförmchen eventuell doch von Busy Bee ist? Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium und wird wahrscheinlich auch ein Mysterium bleiben. Welche Düfte aber tatsächlich von Busy Bee sind, sind folgende. Ich habe hier Christmas Thyme. Den hatte ich auch schon in der Duftlampe. Der hat übrigens so kleine, süße, hellgrüne Bündchen. Und dieser Duft hat was total Kräuteriges, aber auch gleichzeitig was Zimtiges. Vielleicht auch noch so ein kleines bisschen was in die Richtung Tanne gehendes. Es ist definitiv ein weihnachtlicher Winterduft, aber auch nicht zu extrem. Also der hat auch einen leicht frischen Charakter drin. Ist auch ein spannender Duft, ein prägnanter Duft. Also den kann ich jetzt nicht mehrfach am Stück anhaben. Da reicht einmal und dann wechsle ich wieder. Bisher noch nicht in der Duftlampe gewesen ist dieser Duft, Rudolph's Trail von Busy Bee. Ja, und der hat auch was sehr Tanniges. Der hat jetzt diesen Zimtduft oder Kräuterduft auch nicht mehr drin. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein nadeliger Duft irgendwie. Der aber auch irgendwie was leicht Sprudelndes dabei hat. Ist interessant und sollte ich eigentlich jetzt im Winter vielleicht doch nochmal ausprobieren. Diesen Duft hatte ich schon in der Duftlampe und zwar Caramel Coffee, ebenfalls von Busy Bee. Hat so ganz helle Böhnchen und von dem war ich leider enttäuscht, denn kalt. Oh, riecht da ganz, 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 ganz toll nach so einem richtigen Karamell Macchiato. Gar nicht mehr großartig nach Kaffee. Wirklich nach aufgeschäumter Milch mit viel Karamell. Für mich ist da kein Maggi wahrnehmbar. Und er schnupperte wirklich sehr vielversprechend in der Duftlampe, hat aber leider gar nicht performt. Da habe ich so ganz leicht noch was wahrgenommen, aber auch nicht mehr viel. Liegt vielleicht auch daran, dass ich wirklich sehr große Räume hier habe. Bei mir ist alles offen. Also so ein Duft, den ich bei mir hier in die Duftlampe haue, der sollte schon eine gewisse Performance abliefern. Und das ist, glaube ich, eher ein Duft für kleinere Räume. Für eine Küche, die man zumachen kann vielleicht, aber nichts für so einen ganz, ganz großen Wohnbereich. Ebenso ging es mir auch mit diesem hier, Christmas Orange. Ich hatte ganz große Hoffnungen. Ich bin ein großer Orangenduft-Fan, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Und dieser hier riecht einfach nur nach reiner Orange. Der hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Es ist einfach wirklich eine spritzige, frisch aufgeschnittene Orange. Genauso riecht der. Und auch der ist mir leider so ein bisschen im Raum verloren gegangen. Ja, er war leicht wahrnehmbar, aber leider nicht zu doll. Sehr, sehr, sehr traurig, denn ansonsten riecht er großartig. Vor einiger Zeit bin ich bei uns im Bauhaus auf Raumdüfte gestoßen. Und zwar konnte man die in so kleinen Boxen selbst zusammenstellen und mitnehmen. Hier habe ich jetzt noch einen Duft übrig. Genau so sieht der aus. Moment. Wie so ein Blatt. Und das ist einfach, ja, ein totaler Herrenduft. Gar kein Parfum, würde ich sagen, sondern wirklich so ein Duschgel. Der hat was Frisches, ein bisschen was Aquatisches, aber auch was total Maskulines. Schnuppert wie ein sportlicher, frisch geduschter Mann. Toll. So, Freunde, wir sind fast fertig. Aus einem Tauschpaket habe ich noch ein Pröbchen dieses Duftes hier. Winterwonne von Wohlfühlmomente. Und ein Gruß geht raus an die liebe Susanne. Sie ist nämlich auch absolut kein Zimt-Fan und wollte mir zeigen, dass Weihnachtsdüfte eben auch anders gehen. Nicht immer irgendwas mit Zimt zu tun haben müssen. So, und hier haben wir... Es ist schon ein schöner Duft. Und ich glaube, den hatte ich auch schon in der Duftlampe. Ja, da war definitiv mehr drin. Lass mich kurz schauen, was ich zu diesem Duft aufgeschrieben habe.
Mein schlaues Büchlein sagt, dass ich nichts dazu aufgeschrieben habe. Es ist ein Duft, den ich so an für sich gar nicht mit Winter in Verbindung bringen würde. Und ich kann euch nicht genau sagen, wonach er riecht. Er hat irgendwie was Frisches, glaube ich, drin. Ne? Was Frisches und was Nadeliges. Vielleicht was in die Eukalyptus-Richtung gehendes, aber nicht so, dass ich denke, ich habe jetzt irgendwie so ein Eukalyptus-Bonbon im Mund. Ein interessanter Duft und wieso kann ich mich nicht an den erinnern, wie er in der Duftlampe war? Weil es ist wirklich nur noch so ein kleines Stückchen hier drin. Ich meine, da war mehr drin. Okay, also es wird Zeit, dass ich ihn doch nochmal in die Duftlampe haue. Welchen ich schon probiert habe und an welchen ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, ist dieser hier aus dem gleichen Paket von der Wachsmacherei Olive Orange Splash Cocoa Butter und Coconut. So, und im kalten Zustand, jetzt nicht mehr so sehr, aber als ich ihn das erste Mal gerochen habe, hat auf jeden Fall die Orange dominiert. Da habe ich kaum was anderes rausgeschnuppert als die Orange. In der Duftlampe haben wir hier immer noch eine sehr starke Orange, aber eine Orange, die nicht ganz so spritzig und zu sehr fruchtig ist. Es gibt irgendwas, was diesen Duft so ein bisschen samtiger macht, habe ich das Gefühl. Und die Kokosnuss, die ist auch wahrnehmbar. Es ist ein schöner, unaufdringlicher, angenehmer, vielfältiger Duft irgendwie, der mir gut gefällt und auf den ich mich auch definitiv nochmal in der Duftlampe freuen werde. Da ist nämlich eine große Portion Wachs drin gewesen. Kommen wir zu meinen letzten beiden Düften. Und zwar sind die nochmal von Goose Creek. Die liebe Steffi von Lady of the Books hat mir freundlicherweise zwei Wax Crumbs Düfte zugeschickt, die ihr nicht so gut gefallen haben. Zum einen ist es dieser hier. Er heißt Moonlit Coconut und eigentlich ist Steffi ja ein Kokosnuss-Fan, aber dieser hier hat ihr nicht so gut gefallen. Und ich kann auch verstehen, warum. Also es ist nämlich keine reine Kokosnuss. Ja, man kann sie hier rausriechen. Wir haben hier etwas ganz Frisches auch irgendwie dabei, wie so ein frischer Wind, der einen da in die Nase pustet. Ich merke was leicht Zitrisches und was hier auch stark wahrnehmbar ist, ist die Ananas. Und ich bin immer ein bisschen schwierig bei der Kombination aus Ananas und Kokos. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall warm ausprobieren, denn die Duftbeschreibung besagt auch, dass er was Florales hat. Ein Jasminduft ist drin und Zedernholz wäre wahrnehmbar. Deswegen werde ich ihn in die Duftlampe hauen. Ich kann aber verstehen, warum er Steffi nicht so gut gefällt. Kommen wir zu dem letzten Duft, der auch ziemlich extravagant ist, in meiner Nase zumindest. Und ich kann auch hier wieder verstehen, warum er Steffi nicht gefallen hat. So schaut das Label aus. Auf jeden Fall sehr ansprechend. Take Me to the Igloo hat auch einen wunderbar schönen dunkelblauen Wachs. Dunkel hat auch schönes, dunkelblaues Wachs, so Anker. Oh, und der hat ein bisschen was Herbes, würde ich sagen, etwas sehr Frisches aber auch. Oh, der riecht wirklich nach eisig kalter Luft. Und ich glaube, er wird immer besser, je häufiger ich dran rieche. Laut Duftbeschreibung hat es eine Kopfnote von Pfefferminze und Winterwunderland. Herznote ist Schneeglöckchen und die Basisnote Sandelholz, Amber und helle Hölzer. Ja, er hat etwas Holziges, aber also auf jeden Fall im kalten Zustand ist diese Minze und diese kalte Luft am besten wahrnehmbar, am intensivsten. Und irgendwie was Herbes. Also ich bin wirklich gespannt. Schneeglöckchen kann ich so noch nicht rausschnuppern. Ich freue mich darauf, den das erste Mal in der Duftlampe zu haben. Gut, Freunde, das war jetzt
Einblick in meine Duft-, Wachs- und Duftkerzensammlung. Das ist der aktuelle Stand. Liebe Susanne, du hast gesehen, dass ich von deinen Düften nur noch zwei hier habe. Das heißt, die anderen, die du mir zugeschickt hast, habe ich alle schon aufgebraucht. Meine Meinung dazu gibt es dann im nächsten düfteligen Video, was dann ein Aufgebraucht-Video sein wird. Ja, ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Düfte davon ihr kennt, welche ich als nächstes unbedingt in die Duftlampe hauen soll und welche Düfte ich mir als nächstes in meine Sammlung holen soll. Habt ihr irgendwelche Dufttipps für mich? Gern was Zitrisches in Kombination mit was Süßem. Kennt ihr einen ähnlichen Duft, der in die Richtung Sweet Nothings geht? Ich glaube, das ist so mein heiliger Gral neben dem hier, Vanilla Lime von Yankee Candle. Ja, liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und wenn ihr Lust habt, dann gerne bis zum nächsten Video.